Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Noch ein Woch, die Online-Comedy-Show, die ich jede Woche präsentiere. Immer Mittwoch, noch ein Woch. Mein Name ist Mohamed Ibrahim, ich bin Comedian, also Newcomer in Comedy-Kabarett und präsentiere innerhalb dieser Show jede Woche immer ein neues Thema, schreibe dazu ein paar neue Gags und bin gespannt auf deine Reaktion, wie es dir gefällt bzw. ob es dir gefällt. Diesmal habe ich ein sehr aktuelles Thema. Es gibt eine Klage gegen eine Frau aus Essen. Die Frau ist aus dem Ruhrgebiet, also in NRW, aus der Stadt Essen. Sie hat 11 fiktive, also nicht wirklich existierende Testzentren für Covid-Tests, Corona-Tests. Diese Testzentren hat sie angemeldet bei den kassenärztlichen Vereinigungen bundesweit. Und dadurch hat sie dann nicht wirklich existierende Tests und Impfungen ausgestellt und hat dadurch jede Menge Geld kassiert. Dadurch ist ein Schaden entstanden von 1,1 Millionen Euro. Ein Teil davon, knapp 925.000 Euro, wurde gepfändet und konnte so sichergestellt werden. So, und gegen diese Frau läuft jetzt eine Klage. Als ich das gelesen habe, wegen dieser Klage, hatte ich eine Frage. Noch ein Woch. Noch ein Woch. Fehlt der Schaden? Vor allem, warum ist das ein Schaden? Das habe ich nicht verstanden. 1,1 Millionen Euro? Was ist daran Schaden? Wer hat den Schaden bekommen? Das war doch eigentlich ein Umsatz. Ja, für die Frau, aber hey, ist er sichergestellt worden? Was gefunden wurde über fast 925.000 Euro. Was wird damit gemacht? Werden dadurch Testzentren gegründet? Lass mich raten. In Ruhrgebiet? Oder wird das verteilt an diejenigen, die noch keine Impfung hatten? Oder kann man das nachverfolgen und sehen, wer da bezahlt hatte und die bekommen ihr Geld? Wie kommt man auf solche Ideen? Ist es die frische Luft im Krugerpark in Essen oder spielt man im Regen Minigolf und dann kommt ein Blitzgedanke, Testzentren. Über diese Frau gibt es keinerlei Informationen. Was hat sie studiert? Was hat sie für ein Family Ground? War das eine islamistisch orientierte Frau? War das eine Querdenkerin oder Kreuzdenkerin? Vor allem, ist sie Single? Das Einzige, was man erfährt, ist, sie ist 49 Jahre alt. Ja, jetzt frage ich mich erst recht. Ist sie Single? Wie sieht die Klage aus? Was wird genau in der Klage gemacht? Wird man ihr Fragen stellen? Warum hast du das gemacht? Was wird wohl die Antwort von ihr sein? Langeweile. Sie wollte Star werden, war aber zu alt für DSDS. Oder kann es vielleicht an Geld liegen? Ich meine, Corona hat nun mal Chaos verursacht. Und da versucht jeder irgendwie Geld zu machen. Und dass ausgerechnet durch Corona die Reichen noch reicher, krass reicher geworden sind und die Arme krass ärmer geworden sind, das merkt man. Wäre da nicht irgendwie eine Möglichkeit, das irgendwie anderweitig einzusetzen? Ich meine, also sie ist definitiv eine sehr intelligente Frau. Das muss man zugestehen. Ja, fiktive Testzentren anzumelden im Online-Verfahren, bundesweit. Da braucht man schon ein bisschen Brain. Das ist ja nicht wie im Facebook eine Freundschaftsanfrage zu senden. Man kann ja dieses Potenzial anwenden für andere Bereiche. Ja? Das heißt, wir machen jetzt keine Ahnung, man kann ihr vielleicht sagen, so, Lady Corona,
du machst jetzt keine Corona-Testzentrum mehr, sondern du gründest jetzt ein richtiges Testzentrum für Beauty-Tipps, Kosmetik oder Autoparken. Au, au, au. Ich schwöre, das war nur ein Witz, sorry. Noch ein Buch. Noch ein Buch. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, diesmal war das halt ein sehr aktuelles Thema. Also es ist jetzt vor knapp ein paar Tagen, gegen Anfang der Woche kam diese Nachricht. Einerseits ist natürlich schade, was passiert ist, aber ich habe halt ein paar Gedanken, die ich dazu hatte, in Form dieser Video vorgestellt. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Und wenn ja, dann hinterlass mir bitte unbedingt ein Like. Und schreib mir auch bitte in den Kommentaren, welcher Textstelle oder welcher Witz ist dein Lieblingswitz. Freue mich sehr auf deine Rückmeldung. Vielen Dank nochmals fürs Zuschauen. Pass auf dich auf, bleib gesund und wir sehen uns wieder nächste Woche. Wie jede Woche, Mittwoch mit noch ein Woche. Mach's gut. Tschö. Tschö, bitte.